Ein Haus instand zu halten und auch laufend zu modernisieren, ist oft herausfordernd. Mario Grall aus Lent hat sich die Energieberatung der Salzburger AG zur Seite geholt, um einen Energieausweis zu erstellen. Vor allem rund ums Thema Heizen war ihm eine Beratung wichtig. Das Haus wurde 94 gebaut. Mit 96 bin ich eingezogen und ich habe eine kombinierte Heizung eigentlich mit Heizkörper und Fußbodenheizung. Ich habe zuerst mit der Ölheizung mein Haus geheizt. Und dann ist in die Medien eben so viel gekommen, dass die Ölheizung 2032 eigentlich das Ablaufdatum ist. Und da habe ich nachher entschieden, eine neue Heizung zu installieren. Ja, die Ölheizung habe ich raus da. Ich habe eine Luftwärmepumpe installiert und am Dach habe ich eine PV-Anlage. Die PV-Anlage hat eine Leistung von 6,2 kW Peak. Mario Grall hat insgesamt 16 Module auf seinem Dach und in den letzten beiden Monaten, seit sie in Betrieb ist, hat er jeweils rund 650 kW erzeugt. Ja, ich finde, dass das wirklich gut umgesetzt worden ist. Was eben auch super ist in der Kombination mit der Photovoltaikanlage, was natürlich immer bewusst sein muss, dass die Wärmepumpe natürlich im Winter am meisten Strom braucht. Im Winter produziert die Photovoltaikanlage natürlich aber auch am wenigsten, beziehungsweise ist sogar teilweise verschneit. Das muss einfach jedem bewusst sein, dass das bei uns so ist. Aber trotzdem, sagen wir auch in der Übergangszeit und vor allem im Sommer ist das natürlich auch, wenn die Warmwasserbereitung über die Wärmepumpe erfolgt, dann kann die Photovoltaikanlage natürlich da sehr gut mitwirken. Wenn auch Sie Unterstützung bei Ihrem Sanierungsprojekt brauchen oder Interesse an einem Energieausweis haben, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.